Früher dachten alle mal, dass ich mit meinem Lifestyle gar nichts mehr raff. Sie sagten, Junge, denk doch mal nach, denn Gangster landen fast immer am Knast. Ich sagte, ihr redet doch totalen Quatsch, denn ihr versteht mich sowieso nicht. Ach, geht mir nicht auf die Nerven und schon gar nicht auf meinen zu dicken Sack. Ich will Groupies und Gras plus Rap, Graffiti Pieces, Partys und Sex und früherer Jugend schon nächtelang weg. Denn von alleine verkauft sich kein Heck. Pieces mullern sich auch nicht von selbst. Gratis gibt's nicht, außer du Rex. Und eines war mir von Anfang an klar, die meisten Menschen da draußen sind schlecht. Erkenntnis haute mich nicht weg, nein, ganz im Gegenteil. Na dann scheiß ich halt auf alles so und leb mein Leben frei. Hi, bis zu den Sternen, wohin ich so gerne reiz, wo keiner ohne zu reden schwingt und ich selber bleib. Meine Wegbegleiter, die Rhymes, meine Gegner, Verständnislosigkeit von hässlichen Hatern der Polizei und jedem Toy, der das nicht begreift. Ich lebe halt diesen Style, Scheiße passiert, mal geh ich zu weit, doch ich komm zurück, um jeden, der das versteht, zu befreien. Egal wohin ich geh, mein Weg ist anders als der von euch. Und was sie auch da draußen so reden, ist nichts für jemand, der sich nicht beugt. Dies ist ein Witz für mich, dies ist nichts für mich, außer die Jagd nach dem Scheißgold. Dies ist ein Witz für mich, dies ist nichts für mich, das Leben, was ihr für mich jetzt wollt. Denn heute sieht die Sache so aus, bin ich zu down, dann packe ich mein Dope aus, rauch mich stoned und bleib einfach zu Haus, dreh die Mucke laut an von meiner Crew auf, doch mein Nachbarn ist es halt zu laut, sie sind entsetzt und klingeln die Bullen, rasselt, ob ihnen jemand beim Ficken zuschaut, der ganze Scheiß passt auf, keine Kuhhaut, ich glaub ich brauch Urlaub, verdammt, geht das so weiter, werd ich noch krank, bei all dem Junkfood, schlechten Dress und den Vollidioten vom Arbeitsamt, sie haben keinen Plan, doch labern dann, über ein Leben fürs Vaterland, was man macht, wird nicht anerkannt, auch noch behandelt wie ein Asylant. Vielen Dank, fuck you man, wen wollt ihr hier verarschen? Ihr könnt mir gern was erzählen, meine Ohren noch mal quälen, aber nicht über meine Straßen. Der Staat guckt nur vor Strafen, die du kriegst, wenn du Pech hast und arm bist, weil meine Zukunft dadurch im Arsch ist. Ist das mit ein Grund, warum ich Gras kiff? Doch sie plant's nicht, machen weiter wie sonst und bist du erst unten, gibt's fast keine Chance, mit dem Staat wieder ins Reine zu kommen. Deswegen wird er von uns Writern gebombt. Yeah, peace out!